Nach den endlichen arithmetischen Reihen schauen wir uns jetzt zum Abschluss zu den Reihen noch die endlichen geometrischen Reihen an. Man kann sich wahrscheinlich eh schon denken, während man bei den arithmetischen Reihen einfach Folgenglieder von einer arithmetischen Folge addiert zu einer Summe und das ergibt dann eine Reihe, ist es bei einer endlich geometrischen Reihe einfach so, dass man Folgenglieder einer geometrischen Folge addiert. Ich habe hier mal ein Beispiel einer geometrischen Folge: 1, 2, 4, 8, 16. Und ich würde jetzt dann gern hier die Reihe der ersten fünf Folgenglieder bilden, also S5, das heißt einfach die ersten fünf Folgenglieder addieren. Und da kommen wir hier mit 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 auf das Ergebnis 31. Wir erinnern uns nochmal ganz kurz daran, was eine Reihe ist. Eine Reihe ist einfach eine Summe von Folgengliedern und ich kann nicht irgendwo zum Summieren anfangen, sondern ich beginne immer beim ersten Folgenglied und summiere dann durchgängig durch eben bis zu dem Folgenglied, das ich gern summieren möchte. Und bei einer endlichen Reihe ist es eben so, dass es eine gewisse Anzahl von Folgengliedern gibt, die ich zusammen addieren möchte. Bei S5 sind es eben die ersten fünf Folgenglieder. Es gibt, wie bei der arithmetischen Reihe, auch für die geometrischen endlichen Reihen ein Gesetz, mit dem man das relativ schnell ausrechnen kann. Und zwar dazu gibt es folgenden Satz: Es sei an gleich a1 mal q hoch n minus 1. Achtung, da habe ich einen Fehler drin. Besser mag ich aus, also q hoch n minus 1, bitte unbedingt ausbessern. Das falsche Folgengesetz. Eine geometrische Folge, q darf natürlich nicht 1 sein, weil dann würde nämlich die Folgenglieder immer gleich bleiben. Und für ein endliches n bezeichnet man eben die Summe Sn ist gleich a1 plus a2 bis hin zum an als endliche geometrische Reihe. Warum? Weil es eben einer geometrischen Folge zugrunde liegt. Und das kurze Gesetz ist jetzt da, auch wenn das da gar nicht so kurz ausschaut, Sn ist gleich a1 mal q hoch n minus 1 durch q minus 1. Schaut ein bisschen kompliziert aus, diese Formel ist sie aber nicht. Wir werden sie jetzt gleich austesten mit dem Beispiel von davor. Also hier haben wir S5 zu berechnen. Ich brauche für die Formel als erstes mal das q. Das q erkenne ich, indem ich einfach da schaue, ich komme von einem Folgenglied aufs nächste, indem ich immer mal 2 rechne, also muss Q2 sein und das erste Folgenglied ist 1. Und jetzt kann ich das in dieses Gesetz einsetzen, also in A1 mal Q hoch N minus 1 durch Q minus 1. Ich möchte ja S5 ausrechnen, das heißt, ich muss jetzt nicht nur für A1 und für Q die Zahlen einsetzen, sondern für das N hier oben muss ich ja dann die Zahl 5 einsetzen, weil es ist ja die Anzahl der Folgenglieder, die ich addieren möchte. Also habe ich in dem Fall 1 mal 2 hoch 5 minus 1 durch 2 minus 1. Das kann ich im Kopf ausrechnen. 1 mal kann ich mir mal schenken. 2 hoch 5 ist 32, minus 1 ist 31 und 2 minus 1 ist 1. Also habe ich 31 Eintel und das ergibt 31. Und wenn wir sehen, das passt zusammen mit dem Ergebnis, das wir da oben selbst händisch ausgerechnet haben. Es gibt jetzt auch einen Beweis dazu, wie man eben diese Formel herleitet für die endliche geometrische Reihe und das machen wir jetzt gemeinsam. Ich habe da mal wieder den gleichen Fehler drin. Also wie gesagt, da haben wir ja q hoch n minus 1. Und wir würden jetzt gern herleiten dieses Gesetz. Ach Gott, dass ich diesen Fehler da jetzt auch noch habe bei meinem Beweis, natürlich, gleich kopiert. Gut. Also, zu zeigen ist eben Sn ist gleich 1 mal q hoch n minus 1 durch q minus 1. Und das Ganze funktioniert mit einem Trick. Und zwar, ich definiere mir zuerst einen Term groß T, und der ist 1 plus q hoch 2 bis hin zum q hoch n minus 1. Ja, nehmt das jetzt einfach mal so hin. Ihr werdet dann sehen, warum wir das hier haben, weil das dann nämlich den Beweis zum Schluss dann quasi möglich macht. Aber das ist eine Gleichung. Und wie ihr wisst, ihr kann mit Gleichungen gewisse Dinge machen. Äquivalenzumformung nennen wir das. Ich kann zum Beispiel die ganze Gleichung, natürlich links und rechts muss ich das machen dann, mit einer bestimmten Zahl multiplizieren. Wir multiplizieren das jetzt dann nicht mit irgendeiner Zahl, sondern mit dem q. Wenn ich das mit q multipliziere, erhalte ich auf der linken Seite q mal t und auf der rechten Seite wird auch jedes Element q mit q multipliziert. Also einmal q ist q, q mal q ist q Quadrat und so weiter. Und zum Schluss hinten das q hoch n minus 1. Mal q ergibt q hoch n. Und was ich auch machen kann bei Gleichungen, ist bei so einem System, was ich hier habe, ich kann die subtrahieren. Ich subtrahiere jetzt die zweite Gleichung von der ersten Gleichung. Was passiert? Auf der linken Seite halte ich q mal t minus t.
Und auf der rechten Seite, und deswegen ist das Subtrahieren hier praktisch, streicht sich eigentlich fast alles weg. Gell? Ich habe hier Q minus Q, fällt weg. Q Quadrat minus Q Quadrat fällt weg. Alles, was dazwischen drin vorkommt, subtrahiert sich. Auch das N minus 2 kommt ja hier vor quasi, streicht sich auch weg. Dann das N minus 1, N minus 1 streicht sich weg. Und das Einzige, was übrig bleibt, ist hier Q hoch N minus dem 1er hier oben. Also minus 1 plus Q hoch N habe ich hier hingeschrieben. So, jetzt haben wir mal den neuen Term hier erhalten, diese neue Gleichung, und die kann ich umformen. Ich hebe dazu mal aus der linken Seite das T raus, bleibt übrig T mal Q minus 1, und hier auf der rechten Seite habe ich einfach eine Umformung gemacht, ich habe also einfach die Reihenfolge geändert, statt minus 1 plus Q hoch N habe ich hier dem geschrieben Q hoch N minus 1. Und jetzt kann ich das Q minus 1 noch rüber dividieren und dann habe ich den Ausdruck hier, T ist gleich Q hoch N minus 1 durch Q minus 1. Das ist nämlich schon mal genau das hier jetzt. Also habe ich jetzt da eine Formel gefunden für das T und das ist genau das. Und das wird uns jetzt dann gleich was bringen. So, jetzt schaue ich mir diese Reihe an, die ich bilden möchte. Also Sn ist ja die Summe der Folgenglieder A1 bis An. Und weil das ja eine geometrische Folge ist, kann ich das jetzt umschreiben. Ich kann statt A2 zum Beispiel einsetzen, A2 ist ja nichts anderes wie 1 mal Q hoch 1. Und A3 ist ja nichts anderes wie A1 mal Q Quadrat und so weiter. Und An ist nichts anderes wie A1 mal Q hoch N minus 1. Das ist da oben ja hier, ist da die richtige Formel. Ja, und warum mache ich das? Weil ich jetzt da hier überall ein A1 drinstecken habe. In all diesen Ausdrücken, weil ja alle Folgenglieder, die hier kommen, vom A1 abhängig sind. Und deswegen kann ich das A1 rausheben. Und wenn ich das A1 raushebe, bleibt mir übrig 1 plus Q Quadrat und so weiter bis Q hoch N minus 1. Naja, und dieser Ausdruck hier, der kommt uns ja bekannt vor. Der ist nämlich nichts anderes wie hier oben unser T. Das heißt, ich kann statt dieser Klammer jetzt groß T schreiben. Also Sn ist A1 mal T. Und jetzt kommt der Clou, weil ich bin fast fertig jetzt damit mit meinem Beweis. Statt T kann ich jetzt ja auch diesen Ausdruck hier einsetzen, den wir uns vorher bewiesen haben. Also Sn ist gleich A1 mal Q hoch N minus 1 mal Q minus 1. Und das ist die Summenformel für eine endliche geometrische Reihe. Und damit ist unser Beweis am Ende. Schauen wir uns das noch anhand von zwei Rechenbeispielen an. Erstens, wir sollen hier eine Reihe bilden, 1 plus 3 plus 9 plus 7 plus 27 und so weiter. Woran erkennt man, dass das eine geometrische Reihe ist? Naja, 1 mal 3 ist 3, 3 mal 9 ist, 3 mal 3 ist 9, 9 mal 3 ist 27 und so weiter. Und damit ich jetzt da die Reihe ausrechnen kann, wissen wir ja, wir haben ja das Reihengesetz Sn ist gleich A1 mal Q hoch N minus 1 durch Q minus 1. Und deswegen muss ich jetzt noch das Q, das N und das A1 rausfinden. Das Q ist leicht, ist immer leicht zu finden. Ich muss ja dazu nur das zweite Folgenglied durch das erste Folgenglied dividieren. Und das ist in dem Fall jetzt eh gut im Kopf. Das ist 3, das haben wir bereits vorher gesehen. Habe ich schon erwähnt. Und als nächstes muss ich jetzt noch das N herausfinden. Und dazu muss ich mir natürlich das letzte Folgenglied hernehmen, weil das ist ja hinten mein AN. Und das heißt, ich habe jetzt 2187 ist 1 mal 3 hoch N minus 1. Warum 1 mal? Weil das 1 ist das A1 und das Q ist ja 3, das haben wir bereits herausgefunden. Und jetzt kann ich das umformen. Ich könnte durch 1 dividieren, dann erhalte ich die gleiche Gleichung, also kann ich mir schenken. Jetzt kann ich es logarithmieren. Linke Seite, rechte Seite, also habe ich links den Logarithmus von 2187 und rechts das n minus 1 kommt nach unten, bitte unbedingt in Klammer schreiben. Und das wird mit log 3 multipliziert. Dann kann ich den log 3 noch rüber dividieren, erhalte 7, wenn ich das kleinen Taschenrechner ausrechne. Und jetzt rechne ich noch plus 1 rüber und dann habe ich n ist gleich 8. Das heißt, ich weiß, ich habe 8 Folgenglieder. Und jetzt kann ich hier S8 ausrechnen. Also S8 ist gleich, A1 ist 1, das haben wir hier oben, A1. Mal 3 hoch 8 minus 1 durch 3 minus 1. Achtung, wenn ihr das im Taschenrechner als Ganzes eintippen wollt, dann müsst ihr hier beim Zähler eine Klammer setzen, beim Taschenrechner und beim Nenner, damit das richtig dividiert, weil sonst kommt euch was Falsches raus. Und da kommt raus 3280. Also haben wir hier jetzt da die Summe von diesen 8 Folgengliedern gebildet. Gut, zweites Beispiel. Da steht 4 plus 4 mal 0,8 plus 4 mal 0,8 Quadrat und so weiter. Da quasi hat uns bei dem Beispiel schon die Erleichterung, da haben wir das Q bereits, weil das ist jetzt hier einfach Q, ja, das ist A1 und das sind hier die
jeweils die Qs. Ja. Hier habe ich A1 mal Q hoch 1, hier habe ich A1 mal Q Quadrat und hier hinten habe ich A1 mal, und das ist jetzt wichtig, das ist das letzte Folgenglied, und das ist A1 mal Q hoch N minus 1. Ist vorteilhaft, weil ich kann jetzt da hier die Hochzahl rauslesen und damit die Anzahl der Folgenglieder bestimmen. Und da ist halt jetzt da eine Fehlerquelle, dass man sich denkt, ah klasse, das sind 10 Folgenglieder, sind es aber nicht, weil das da hinten ist ja n minus 1. Das heißt, ich habe insgesamt ja 11 Folgenglieder. Warum? Weil ich hier ja eigentlich habe 1 mal q hoch 0, deswegen kommt da nichts vor. Ja, und da fange ich an von 0, q hoch 1, q hoch 2, q hoch 10. Das heißt, wenn ich das q hoch 0 mitzähle, habe ich ja hier insgesamt 11 Folgenglieder stehen. Und jetzt weiß ich alles und jetzt kann ich wieder in das Gesetz für die endliche geometrische Reihe einsetzen. Also S11 ist gleich A1 mal Q hoch 11 minus 1 durch Q minus 1. Also S11 ist gleich 4 mal 0,8 hoch 11 minus 1 durch 0,8 minus 1. Auch hier bitte aufpassen, Zähler und Nenner klammern, wenn man es in den Taschenrechner eintippen möchte. Und dann kommt hier ungefähr 18,282 heraus. Gut, damit haben wir jetzt auch die endlichen Reihen insgesamt abgeschlossen und lassen komplett jetzt da das Kapitel Folgen und Reihen hinter uns. Das haben wir jetzt ziemlich ausgiebig gemacht. Als nächstes folgt dann die Statistik und dazu sehen wir uns dann relativ bald wieder. Viel Spaß inzwischen. Es gibt noch ein Arbeitsblatt zu diesen endlichen Arbeitsaufgaben, genauer gesagt aus dem Buch, zu diesen endlichen geometrischen Reihen.